Und jetzt das Allerwichtigste. Warte, gleich kommt's. Cosmo Tiger Reifen Schwalbe Racing Ralf in 2,3 Zoll. Was ich richtig gut finde und nur empfehlen kann, ist das SRAM Transmission Schaltwerk. Top Tube, alles noch ein bisschen chaotisch. Das mache ich in den nächsten Tagen nochmal ordentlich. Hier ist mein persönlicher Schnellzugriff. Hier sind ein paar Gears drin, Aspirin Komplex. Natürlich mega viel Essen, Zucker, weil wer viel fährt, braucht auch viel Energie. Meine persönliche Erfahrung mittlerweile, Bikepacking heißt einfach Verzicht. Deswegen am besten so minimalistisch sein, wie es möglich ist. Versuche mir alles zu separieren, Sachen, wo ich nicht jederzeit ran muss. Die können auch irgendwo in der Flasche am Unterrohr sein. Willkommen zu einer neuen Folge How to Buy, falscher Kanal, Uwaga Cycling, Just Road Bike, Just Road Bike, einfach die Erklärung. Just Road Bike, ich fahre kein Rennrad mehr, so gar nicht. Just No Road Bike, wenn ich erstmal Rennrad fahre, beschweren sich Leute. Also Achtung, Fahrrad. Worum soll es heute gehen? Heute geht es grob gesagt um mein Fahrrad, die meisten kennen das schon. Damit bin ich auch das Atlas Mountain Race gefahren, schon mittlerweile 7000 Kilometer, ist ein Jobrad. Gerade so Verschleißversicherung, 1000 Euro Check, alles fit, alles läuft. Ich zeige euch jetzt heute mein grobes Standardoutfit fürs Fahrradfahren, für Langdistanz, für Distanzen, sagen wir 500, 700, 600, 1000 Kilometer, je nachdem, plus XYZ Höhenmeter. Worum geht's? Also erstmal, was ich am Mann habe. Also ganz klar, immer Fahrradrucksack. Weil 2 Liter Trinkvolumen. Entweder werde ich mittlerweile alt oder ich muss einfach sagen, ja, früher war alles besser. Der neue Abidura-Rucksack finde ich nicht besonders gut. Komplett anders, andere Funktionen, andere Taschen. Gutes ist irgendwie wegrationalisiert worden, warum auch immer. Hier hat man jetzt eine riesengroße Tasche. Ja, ist cool, aber spannt sich. Man hat keinen Platz in der Tasche. Semi-cool. Hat nur noch eine große Tasche, ja, da kann man eine Flasche reinmachen, wie auch immer, oder was auch immer, scheißegal. Und was aber am wichtigsten ist, am schlimmsten finde ich, der Rucksack ist einfach mal geschrumpft. Finde ich ein bisschen doof, der alte Rucksack war größer, beziehungsweise Abidura-Rucksack gibt es in 2 Größen, einmal in S und M und in L und XL. Quasi, eigentlich geht es nur ums Brustvolumen, aber irgendwie ist auch beim großen Rucksack das Volumen geschrumpft. Und weiß ich nicht, finde ich nicht besonders geil. Kann man sich drüber streiten. Mittlerweile muss ich allgemein sagen, Abidura hat stark in der Qualität nachgelassen. Dachte, der Rucksack ist das Letzte, was so richtig cool ist, aber wirklich geht so. Was ich allgemein noch empfehlen kann von Abidura ist die Expedition-Serie. Also da habe ich die Arschrakete von, da hatte ich damals die Frameback von. Die Race-Serie würde ich persönlich gar nicht mehr empfehlen, einfach mal, weil das Innenfutter sich löst, ist alles nur mit Klett gemacht, die Reißverschlüsse gehen kaputt. Da vielleicht doch lieber mittlerweile Evoque Ortlieb oder vielleicht sogar Teilfilm, was ich mittlerweile sehr interessant finde. Oder so wie ich es mache, einfach sich Taschen schneidern lassen von 7 Arbex in der Ukraine. Man tut was für die Leute dort vor Ort und die sind sehr sympathisch. Zum anderen, was habe ich noch dabei? Natürlich ein Radoutfit, Radhose, klar. Beim Bikepacken finde ich mittlerweile Cargohosen ganz geil, habe ich jetzt natürlich nicht an, passt. Und Schuhe, davon gab es schon mal ein Video, finde ich, ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Allgemein, weil, wie gesagt, früher war alles besser, findet man einen guten Schuh. Hier der letzte gute Lake-Schuh meiner Meinung nach, oder fast, ist der Lake MX-Retter 2. Dazu gibt es ein Video, verlinke ich euch. Habe mich damit massiv auseinandergesetzt, leider. Wie gesagt, früher war alles besser. Thema Ausrüstung. Also wir fangen am Körper an. Allgemein, ich finde das Abidura-System immer noch gut. Wir haben 2 Taschen. Einmal eine für größeres Zeug, eine für Portemonnaie und Kleinkram. Und generell habe ich eine Regenjacke oder eine Regen- und Windjacke mit ca. 5000 WI. Ist genau das Mittelmaß von Rafa, gibt es von Gore, ist dieses Shake and Dry. Kann passieren, dass es irgendwann nicht mehr gibt oder gibt es vielleicht schon nicht mehr. Finde ich aber persönlich super und wenn man mal stürzt, man kann es flicken oder so tragisch ist es nicht. Was ich auch immer ganz geil finde und
nice to have und ganz nützlich ist so ein kleiner Mini-Rucksack. Hier ist C2 Summit, hat circa ein Volumen von, ich glaube, 15 bis 17 Liter. Wiegt gar nichts, kann aber richtig was tragen, bis zu 20 Kilo. Ich persönlich trage die Dinger sogar über einen Trinkrucksack, finde ich super, super, super. Finde ich toll, kann ich nur empfehlen. Gibt es auch von Decathlon und Co., aber so teuer sind die C2 Summit auch nicht. Und was ich immer dabei habe oder allgemein, ist noch so ein kleiner 1-Liter-Packsack. Da packe ich gerne bei Regen mein Handy rein, dann ist das trocken, man kann Musik hören, wie auch immer, und muss sich keine Sorgen um die Technik machen. Anders als Thema Licht. Hier mein persönlicher Lieblingshelm, Metrenta. Und worauf ich hinaus will, hier auf dem Helm habe ich so eine kleine Aufnahme für die Lupin Pico. Vorteil, man kann die Lampe einklicken, abklicken, muss sich nicht rumplagen, kann den Akku im Rucksack verstauen. Ist eine super, super Erfindung. Und ich persönlich musste schmerzhaft lernen, dass man auf Bikepacking-Touren mit Hike and Bike eine Helmlampe braucht. Zum anderen das Thema Brille. Oakley Sutro, meine persönliche Lieblingsbrille, ist super leicht, ist bequem, man merkt sie nicht, hält, ist stabil, man kann die Gläser nachkaufen. Mittlerweile gibt es die Sutro auch mit photochromatischen Gläsern, kann ich nur empfehlen, kostet 140 Euro, habe sie natürlich zu Hause liegen lassen, weil Sonne. Und aber meine persönliche Lieblingsbrille kann ich allgemein nur empfehlen. Zum anderen das Thema Fahrrad allgemein. Also wie gesagt, die meisten, glaube ich, werden mein Fahrrad schon gesehen haben. Ist ein Cosmo Tiger, ist ein Mix aus Gravel und Mountainbike. Ich habe breite Reifenfreiheit, ich habe eine Federgabel, ich habe ein Dynamo. Und gehen wir mal auf die Sachen ein. Wie gesagt, Cosmo Tiger, Reifen, Schwalbe Racing Ralph in 2,3 Zoll. Was ich richtig gut finde und nur empfehlen kann, ist das SRAM Transmission Schaltwerk. Klar, die Kassetten kosten ein bisschen, der Verschleiß ist ein bisschen höher, je nachdem, aber das Schaltwerk, du musst es nachjustieren, es stellt sich selber ein. Wichtig, wichtig, niemals das Schaltwerk abschrauben, sonst habt ihr wirklich Trouble. Titanrahmen, ich finde ihn super, super schön. Alles auf Maß gefertigt oder allgemein angepasst an mich nach Wünschen. Immer dabei meine Arschrakete, hier habe ich meistens mein Schlafzeug drin, Regenjacke, Regenhose, darauf gehen wir nachher ein. Eine Top-Tube, da habe ich mir gerade eine neue bestellt, weil die Apidura nicht besonders gut ist, und hier als Ersatz eine günstige C-File, vielleicht auch eine Alternative, kostet so 30 Euro, dafür 2 oder 2,5 Liter Volumen. Vielleicht ein günstiges Angebot, hier meine Frame-Bag, unbedingt, also ich finde es mittlerweile sogar so wichtig, dass man eine Frameback dabei hat. Und was mein persönliches Gimmick ist, ich habe die Option am Rahmen, ich habe hier Anschraubpunkte und kann mir hier meine Flaschen ranmachen. Da habe ich mir einfach damals aus Blech was gebogen, dass das ein bisschen versetzt ist. Habe hier meine Flaschenhalter. Das Einzige, was passieren kann, dass ich hier die Flaschen mal festmachen muss. So, natürlich habe ich auch die Option, unten Werkzeug ranzumachen, habe aber leider beim Urta 500 die Erfahrung gemacht, dass es auch ganz schnell wegbrechen kann bei Hike and Bike, bei irgendeinem Scheiß, und deswegen lasse ich diesen Bereich gerne frei. Federgabel DT Swiss 232F, 120 mm Federweg, bin super zufrieden, man kann die Gabel sperren oder auch nicht. Was für mich immer dabei ist und keine Option, einfach mal Aero-Bars, man kann sich reinlegen, man hat andere Griffoptionen. Und ich persönlich muss sagen, ja, ich bin Team Dropbar, weil sagen euch die Leute, ja, ihr müsst Flatbar fahren, Flatbar, Flatbar, Flatbar. Und dann, ich kann nicht mehr greifen, finde ich mega dumm. Natürlich nicht dumm, aber persönlich sehe ich mehr Vorteile in Dropbar, es sei denn, man ist wirklich in diesem Mountainbike-Game. Klar, man kommt die Abfahrt schon langsamer runter oder nicht so schnell, aber bergauf ist es super. Und ich fahre eh lieber bergauf als bergab. Und auch das geht mit Dropbar, ganz ehrlich. Wenn man sich dran gewöhnt. Lampe, kurz gesagt, die Supernova M99 mit Sons Namen Dynamo. Vorher hatte ich noch einen Charge to Cycle oder Cycle to Charge dran, wie auch immer. Muss sagen, ich persönlich habe da keine guten Erfahrungen gemacht, kann an der Supernova liegen. Wenn ich Glück habe, kann ich demnächst auch noch den Sons Ladelux testen. Da kann man dann fahren und laden. Hier ist vermutlich das Prinzip, dass die Supernova so viel Strom verbraucht, dass man sowieso einen externen Schalter dazwischen machen muss. Bei mir, ich muss sagen, ich konnte nie laden, also es hat nie wirklich funktioniert, also weg damit. Kommen wir zurück zum Thema Fahrrad. Mittlerweile habe ich halt hier vorne mein Werkzeug drin, darauf gehen wir später ein.
Hier oben, was habe ich da drin? Ganz klar Essen, GoPro, hier Essen, hier sind meine Armlinge, Beinlinge drin, Handschuhe. Hier drin ist mein Schlafsack drin, mittlerweile teilweise sogar lieber ein Winterschlafsack. Aber packen wir den ganzen Mist einfach mal aus. Top-Tube, alles noch ein bisschen chaotisch, das mache ich in den nächsten Tagen nochmal ordentlich. Hier ist mein persönlicher Schnellzugriff. Hier sind ein paar Gels drin, Aspirin-Komplex, finde ich persönlich super empfehlenswert. So neben der kleinen Hausapotheke. Akkus für die GoPro, meine GoPro und eigentlich, sagen wir mal, Zucker. Zucker als Zucker drin. Ich habe auf der Rückseite habe ich auch noch eine Tasche. Hier ist mein MP3-Player drin, ist eine super Empfehlung, um Akku zu sparen. Habe ich meine Powerbanks drin, Kabel und meistens mein Roadbook, je nachdem. Ist super, kann ich nur empfehlen, so eine kleine Seitentasche macht sich wirklich gut. Kurz gesagt, mein ganzes Fahrrad wiegt so grob 27, 26 Kilo. Aber ich muss sagen, ich habe auch mega viel Essen dabei oder Energie, Zucker, weil ich fahre 1100 Kilometer, fahre 1100 Höhenmeter. Wenn man ehrlich ist, so viel gutes Zeug kriegt man unterwegs nicht. Und lieber am Anfang ein bisschen mehr Gewicht dabei haben und nachher hat man mehr Platz, als wenn man ja, Snickers kauft und Smarties. Und schmeckt zwar, alles ist toll, aber ist auch nur Zucker, der schnell wieder weg ist. So, die Obertasche ist allgemein leer. Jetzt kommen wir mal kurz zu diesem Thema. Natürlich mega viel Essen, Zucker, weil wer viel fährt, braucht auch viel Energie. Vielleicht kann ich auch ein paar Cliff Bars zu Hause lassen, aber haben ist besser als brauchen. Was ich auch immer geil finde, sind Cashewkerne, natürlich ungesalzen, weil Salz, ja, was ist denn lustig von? Was ich jetzt das erste Mal ausprobiere, ist flüssiges Gel zum Nachfüllen für eine Tube. Ja, das Ding ist fett, ist schwer, aber irgendwann ist es ja auch leer und weg. Wie gesagt, ganz, ganz wichtig, ganz, ganz geil. Hier ist eine Lupin Pico, ist sogar ein älteres Modell, was nicht ganz so hell leuchtet. Finde das Licht aber angenehmer und es verbraucht ein bisschen weniger Energie. Der kleine Akku reicht voll und ganz, packe ich mir in den Rucksack rein. Ja, finde ich nett. Eine Powerbank, meistens ist sie in der anderen Tasche. Vielleicht nehme ich sogar zwei mit, das muss ich mir echt hart überlegen. Und was ist das? Also natürlich mega viel Tuben, aber generell braucht man Sonnencreme, immer wichtig. Hier MAC auf Shampoo Smooth fürs, ja, fürs Sitzpolster. Ob man es braucht oder nicht, weiß ich nicht. Was gegen Mücken kann nicht schaden. Mein persönlicher Luxus auf jeden Fall Mundspülung, Lippen. Unbedingt mitnehmen, ist ganz, ganz wichtig. Blistex, finde die Tuben auch viel besser und viel sinnvoller als so ein Cremestift von Labelle und Co. Wenn nicht, also das kann man sehr schnell bereuen. Selbst in Marokko oder beim Silk Road Mountain Race in Kirgistan sagen sie, unbedingt mitnehmen. Und was ich persönlich immer wichtig finde, mir auch in kleineren Flaschen abfülle, ist Sakrotan. Einfach fürs Sitzpolster, ein bisschen zum Desinfizieren. Ist meine persönliche Empfehlung, auch einfach mal das Sitzpolster morgens oder abends mit einschmieren, dass es wieder ein bisschen frisch ist. So. Dachpappe, ganz, ganz wichtig. Haben ist besser als brauchen. Und ansonsten hier drinne eigentlich nicht besonders wichtig, darauf einzugehen, aber Zahnbürste, Zahnpasta, mein persönliches Highlight. Ja, eine Wärmecreme für den Rücken, wenn man mal Schmerzen hat. Ehrlich gesagt, tut schon Wunder und ist ganz nett. Dann kann ich das Ganze nur empfehlen oder sollte eigentlich klar sein, Beinlinge, Armlinge, lange Handschuhe für den Arm für die Nacht, weil es könnte schon kalt werden. Und natürlich unbedingt und nicht vergessen, Buff. Was ich hier noch drin habe, sind zwei Schläuche. Einmal Turbolito, einmal den Schwalbe, TPU-Schlauch. Angeblich soll der Schwalbe besser sein oder auch nicht, ich weiß es nicht. Hab einfach beide gekauft und bisher zum Glück nie gebraucht. Und für Schrammenanwender, nehmt euch ruhig den Lader mit, natürlich auch das passende Kabel dafür. Du persönlich möchtest nicht der Trottel sein, der irgendwo am Ende der Welt steht und weder sein Akku laden kann, noch sonst irgendwas mit einem Gang weiterfahren muss. Also wir zu dem Thema nachts fahren und schlafen kommen, vielleicht noch kurz zu der
Lenker, auch Rolle oder Minitasche, wie auch immer. Ist von Ornord nichts Besonderes, habe ich mal von Kumpel Gebrauch gekauft. Meistens braucht man auf diesen Bikepacking-Events ein zweites Licht. Das Ding hier, No-Name VDO, wiegt nichts als Reserve. Spanngurte, Reifenheber kann man nie genug haben. Und das Wichtigste neben Sonnencreme und Lippencreme ist was für die Kette. Ganz ehrlich, vergesst einfach mal Kettenwachs, also wenn ihr Flussdurchquerung habt oder sonst was, nehmt natürliches Öl. Hier habe ich von Silka das synthetische Kettenöl. Mein persönlicher Luxus ist eine Mini-Ratsche, finde ich einfach übelst geil. Super handlich, super bequem, mit den gängigen, nötigen Steckaufsätzen für Sattelstütze, für einen Lenker. Ja, finde ich super, macht sich handlich. Hier drinne habe ich zwei Ersatzbremsbeläge, vorne und hinten, und natürlich ein paar Schrauben und die Nüsse hierfür. Habe es mir zugeklebt. Ist ganz praktisch, das zu separieren, weil sonst fliegen die Schrauben überall hin. Was man immer gebrauchen kann, allgemein, sind Reifenheber. Haben es besser gebrauchen, ehrlich gesagt, die wiegen nichts. Eine GoPro-Schraube. Was ganz wichtig ist, vielleicht kostet nichts, wiegt nichts. Natürlich wiegt alles nichts und irgendwann hat man ein 27 Kilo schweres Fahrrad. Hurra! Mundstück. Ersatzmundstück für einen Trinkschlauch. Bisschen Tape. Wenn du empfindlich bist. Oropax, also manchmal gibt es auch auf Events irgendwie Schlafseele. Und allgemein packe ich in diese Tasche quasi Zeug rein, wo ich nicht so oft ran muss. Also Reifenheber, wie oft brauche ich Reifenheber, genau. Die müssen nicht in meiner Top-Tube sein, die müssen nicht in meiner Arschlackhebe sein. Klar könnten sie, aber da gehen sie schnell verloren. Und mein persönliches Highlight dieser Tasche ist mein Multitool. Dazu gehen wir gleich noch ein bisschen genauer ein. Das Ding hier ist der klassische Alleskönner von Wolftooth. Mit Akkuflex, mit Kettensäge, Taschenlampe hast du nicht gehört. Dieses Multitool von Wolftooth ist eigentlich ganz cool. Hat wirklich alles, was man braucht dabei. Wir haben eine Kettenzange, wie man auch sieht hier für die Reifen, wenn man mal ein Loch hat. Hier sind die ganzen Bitaufsätze. Hier der entsprechende Aufsatz dafür. Ist ziemlich clever gemacht. Einziger Nachteil ist, man kann auch mal was verlieren. Ist alles magnetisch, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Hier, falls man mal sich die Bremsscheibe verbiegt, ist auch richtig cool. Kann man sie wieder richten. Wofür das ist, weiß ich gerade nicht. Ein Reifenheber, naja, ja, wie gesagt, Reifenheber wiegen nichts. Und was auch noch richtig cool ist, wir haben hier einen Kettennieter. Und hier haben wir die Würste quasi allgemein. Alles ganz cool, ist alles schön durchdacht. Finde ich sehr, sehr toll. Auch vorsichtig, die Schraube hier kann man mega leicht verlieren. Und allein deswegen habe ich die kleine Ratsche dabei. Natürlich kann man jetzt hier mit dem Aufsatz sich das machen. Aber ich finde das mit einer Ratsche super praktisch. Hab den Kettennieter. Und man hat halt wirklich alles auf einmal dabei. Kann ich persönlich nur empfehlen, also zumindest wenn man Gewicht sparen möchte und das öfters macht. Achtung, Teaser, das Ding kostet 150 Euro. Weil das Ganze so teuer ist und so viel Gefummel ist, packe ich das einfach mal in eine kleine Tüte, damit nichts verloren geht. Mach den Zipper zu, fertig ist. Meine persönliche Erfahrung mittlerweile, Bikepacking heißt einfach Verzicht, deswegen am besten so minimalistisch sein, wie es möglich ist. Versuche mir alles zu separieren, Sachen, wo ich nicht jederzeit ran muss, die können auch irgendwo in der Flasche am Unterrohr sein oder in so einer kleinen Tasche am Lenker oder sonst wo oder in der Arschrakete. Kann ich persönlich nur empfehlen. Und wie gesagt, klar, man kann größeres Werkzeug mitnehmen oder ein schweres Multitool, aber man muss es dann alles auf 40.000 Metern Berghoch tragen. Jetzt last but not least zum vielleicht wichtigsten Punkt, mein Schlafequipment für die Nacht.
Hier in der Abidur drin ist noch von der Expedition-Serie, habe ich mittlerweile so 3-4 Jahre, ist top, ist wasserdicht, kann ich nur empfehlen. Hier muss man nicht, aber ist ganz nice, noch so ein kleiner Strap, damit das alles ein bisschen fester ist. Allgemein wichtig natürlich Medikit. Packe ich mir immer wasserfeste Packsäcke rein, was habe ich hier drin, Pflaster, Verbandszeug, das Nötigste, Kopfschmerztabletten, allgemein Schmerztabletten und eigentlich sollte selbstverständlich sein, dass man sowas dabei hat und man muss halt nur nicht so ein fettes, riesen Medikit mitnehmen und was man braucht und nicht, kann man glaube ich selbst entscheiden. Mein persönlicher Gamechanger, meine Raffa Winterjacke Isolated. Hier haben wir drin eine Polartec, außen haben wir eine regenfeste Kälteschicht mit Kapuze. Bin ich allgemein ganz gut, weil ich habe einen Kopf und ich bin der Meinung, wenn es kalt ist und regnet und es so 10 Grad sind, spare ich mir die Armlinge, Beinlinge, habe aber meine Weste, meine Jacke. Ganz ehrlich, das Ding erspart mir sogar die Downjacke, da ich mich bewege und wenn ich schlafe, liege ich im Schlafsack. Und meine Downjacke habe ich in Marokko nicht einmal gebraucht. Von daher lieber die, weil erfüllt mehrere Funktionen und kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, Polartec ist richtig geiles Zeug. Neu hier dazugekommen ist eine kurze Regenhose. Hier die Platzangst, weiß ich nicht, für 20 Euro, sonst 40 Euro. Ist relativ leicht, hat eine 10.000er DPI. Zwar blau, liegt aber relativ eng an. Ich kann mich bewegen, ist das Wichtigste. Und bei Regen, Kälte, Dauerregen habe ich keinen nassen Schrittbereich. Von daher besser als eine lange vielleicht. Meine lange Regenhose nutze ich zwar auch im Winter, wurde mir aber in Marokko leider geklaut. Oder ich habe sie verloren und dann war sie weg. Und von daher vielleicht lieber die, weil der obere Bereich geschützt ist, man trotzdem sich bewegen kann. Und jetzt das Allerwichtigste. Warte, gleich kommt's. Mein Schlafsack. Das Ding hier ist richtiger High-End. Ist der Raab Mystic 600. Komforttemperatur minus 5 Grad. Extrem minus 32. Daune kann aber auch ein bisschen feucht werden. Wiegt 880 Gramm circa. Mein Sommer, Schlafsack, wie auch immer von Raab, wiegt so 620, 650 Gramm. Muss allerdings sagen, der wärmt nicht mehr so gut. Klar, im Bivi ist mal ein bisschen windgeschützt, aber vielleicht lieber 200 Gramm mehr. Bequem schlafen, als nachts zu frieren, schlecht zu schlafen. Und persönlich muss ich sagen, ich überlege sogar, ob ich meine Isomatte zu Hause lasse, weil wenn man unter 4 Stunden schläft, kann man auch schlecht liegen. Das nächste Ding allgemein, Thema Biwaksack. Hier habe ich den Auto Research Helium Bivi. Den habe ich mir damals geholt, weil quasi alle haben den. Man soll angeblich ein bisschen drin schwitzen. Ich habe die Erfahrung noch nicht gehabt. Vorteil, man hat ein Moskitonetz, man kann den leicht offen lassen. Es gibt den auch mit einer Stange oder die ist dabei. Ich bin dafür aber zu blöd. Und alles, was Arbeit macht, finde ich doof. Und daher habe ich die eh nicht dabei. Vielleicht noch ganz wichtig, Thema Isomatte. Klar kann man sich eine Isomatte für 20, 30, 50 Euro holen. Diese wiegt dann auch meistens ein Kilo. Und wer Gewicht sparen will, wer Langdistanz fahren will, greift meistens zu leichten Isomatten. Gibt auch günstige bei eBay. Mittlerweile seit Jahren die Thermarest Neo Uber Air Light. Wiegt, glaube ich, knapp 180 Gramm. Überlegt allerdings, das Ding zu Hause zu lassen. Weil wenn ich 4 Stunden schlafen möchte, vielleicht auch ohne. Und je nachdem. Aber ansonsten sind 180 Gramm, so viel Stauraum ist es auch nicht. Kann ich nur empfehlen. Und das Set aus Schlafsack, Bivi und Isomatte ist schon zu empfehlen. Wie gesagt, allgemein finde ich es ganz angenehm. Vielleicht lieber einen wärmeren Schlafsack haben, weil warm schlafen ist immer wichtig.
Und je nachdem, wo man schläft. Schläfst du am Wasser, nachts wird es kalt. In den Bergen natürlich wird es auch arschkalt. Und von daher bin ich, das ist für mich ein super schwieriges Thema, aber ich finde halt, wenn man 5-6 Tage draußen ist, draußen schlafen möchte, ist es halt auch nicht einfach, was man macht. Und von daher definitiv die Entscheidung zum Warmschlafsack, weil klar, es kann September, es kann warm sein, kann kalt sein. Und was machst du, wenn es regnet? Dann hast du halt die Arschkarte. Von daher lieber den Warmschlafsack als nicht. Kleiner Teaser, was demnächst kommt. Also Dienstag früh um 4 geht mein Zug nach Bozen. Dann geht es beim Sneak Peek Adventure Richtung Dolomiten, nach Slowenien ins Triglavgebirge und zurück. Circa 1100 Kilometer, 36.000 Höhenmeter. Vermutlich wären es eher 40.000. Das wird definitiv eine Anstrengung. Es ist September, ich weiß nicht genau, was auf mich zukommt. Aber es wird ein Abenteuer, es wird toll. Mein Fahrrad ist gewartet. Ich bin nicht so super fit, aber wird alles. Und werde Spaß haben, werde versuchen, die Zeit zu genießen, die Augenblicke. Und wir sehen uns. Ich nehme euch mit auf diese Reise und hoffentlich bis bald. Lasst ein Abo da und wir sehen uns.